Ja, und somit herzlich willkommen zu diesem neuen Reaction-Video hier auf dem Kanal. Heute schauen wir uns den Assassin's Creed Mirage Gameplay-Überblick an. Der wurde auch bei der Ubisoft Forward veröffentlicht. Ein Video von knapp 8 Minuten. Was wohl eben das Gameplay zeigen soll. Und das ist sicherlich sehr interessant, da es ja eben, wie gesagt, Back to the Roots will. So Richtung Assassin's Creed 1, 2. Aber trotzdem auch irgendwie Gameplay-Absichten von den neueren Assassin's Creed mitbringt. Aber ich würde jetzt sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Let's go! For game captured. A Ubisoft Original. Sträuße. Das erinnert schon sehr an Origins mit der Wüstenlandschaft. There you are. Nice. Time to vanish. Get back here, dog! Ich habe schon mal gesagt, ich habe Assassin's Creed 1 ein bisschen angespielt. Aber ich kam da mit der Steuerung nicht ganz klar. Aber auf jeden Fall sehe ich da schon ein paar Elemente, die aus dem ersten Teil sind. Und das sieht ziemlich smooth aus. Wie er sich hier durch die Dächer schleicht. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am glad you are safe. Alhamdulillah. A first of many achievements to come, Basim. We should only hope. There's still much work to do. Diese Stimme. While our focus was on Al-Ghul, Fulav quietly scouted the city for where we could erect more bureaus. I have found dwellings in 3 districts that are most unassuming. Abid and Rebecca have arrived from Alamut and set off to Al-Abbasiyah and Karh. I will make my way to Sharqiyah shortly. And I will join Rebecca in Karh, where corruption is as common as the arid air. See Abu Jafar about some things he's been working on. Then come find us. Die Kleidung sieht ziemlich detailliert aus. Have a look, Basim. I may have something that is of interest to you. Tools. Mode art. Resourceful as always. My thanks, Abu Jafar. Aufträge. The Bronze Mirror heißt. Wow. This is the place. What do you see, Enkidu? Sieht echt schön aus. Let us reconsider the approach. Okay, Gegner können also den Vogel erschrecken, dass man keine Übersicht bekommt. Auch interessant. Bringt ein bisschen mehr Schwierigkeit ins Spiel hinein. Assassinensicht. Act as usual. The god who likes me said she and Ali's followers are trying to overthrow the prince. What madness! Man kann sich wieder verstecken. Das ist ja bei neuen Teilen, glaube ich, nicht möglich, soweit ich weiß.
So will wahrscheinlich auch wieder das Gameplay so ein bisschen mehr Richtung Schleichen tendieren. Und leise Kills. Hat einfach die Chest nicht gelootet. Schlecht, Spieler. Das ist auch so was, man kann die Leute ablenken, finde ich gut. Konnte man ja auch in den neueren Teilen, glaube ich. Nicht. Zumindest in Origins nicht. Und offensichtlich kann man auch gleich mehrere Gegner in einer Sequenz eliminieren. Survey the area, Enkidu. There is my target. Und da jetzt der Typ weg ist, der den Vogel abgeschossen hat, kann man scouten. Ziemlich viele Gegner. Das ist auch sehr spannend. Das ist eine coole Fähigkeit, aber es darf nicht zu overpowered sein. Was eine Giftbombe. Sehr cool. Gefällt mir. Assassin's Creed Mirage. Und nur so hier gleich bei diesem Blick. Die Stadt sieht ziemlich groß aus. Ja. Sieht ziemlich groß aus. Es geht ja bis hier hinten irgendwie. Und wie weit das nach... Also in diese Richtung geht, weiß ich nicht. Aber sieht ziemlich nice aus. Bin ich gespannt. 12. Oktober. Ist natürlich gut, dass alles so im November, Oktober rauskommt. Da hat man natürlich gar keine Zeit mehr, um sich irgendwas von den Games hier anzuschauen. Aber gut, kann man nicht ändern. Wie schon öfters gesagt in den anderen Videos, ich finde das Spiel sieht ziemlich interessant aus. Und bringt eben so zwei Aspekte mit sich von den älteren Teilen und auch den neuen Teilen. Was vielleicht wirklich eine coole Mischung sein kann. Aber das werden wir dann sehen. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.